Und weiter geht es mit unserem weißen Haus. Wir werden jetzt hier einmal den Swimmingpool kreieren. Wir nehmen einmal den weißen Quarzblock. Wir gehen einmal zu unserem Kellerfenster Nummer 6. Dann einmal hier Kellerfenster. Und daneben haben wir nochmal zwei Blöcke. Dann gehen wir einmal hier vorne hin. Da zählen wir ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ab den 6. weißer Block. Dann 11 Block nach rechts. Der wird mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nachdem wir die Breite festgelegt haben, legen wir jetzt einmal die Länge fest. Das wäre einmal von der Ecke aus. Der wird mitgezählt. 1, 2, 3, insgesamt 23, 4, 5, 6, 22, das ist die 23. Dann einmal 11 Block wieder nach vorne. Das ist der 1., 2., 3., 4., 9, 10 und 11. Und jetzt werden wir einmal von der Ecke aus zur anderen Seite einmal verbinden. Und so sieht dann einmal der Grundriss aus. Jetzt werden wir den Grundriss einmal in die Höhe bauen. Das wären einmal insgesamt 7 Block. Den ersten Block haben wir hier unten schon hingebaut. Und dann kommt noch 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die Endhöhe. Einmal komplett nach oben bauen. Jetzt nehmen wir eine polierte Dorit-Stufe. Wir gehen jetzt einmal zu der Außenwand hier in der Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ziehen wir die Seite bis zur anderen Seite vom Haus. So. Jetzt nehmen wir einen glatten Quarzblock. Den bauen wir von der Ecke aus bis zur Wand. So. Wir bauen die Dorit-Stufe einmal so entlang. Dann einmal hier rüber. Dann bauen wir die Innenfläche einmal damit aus. Nachdem wir die Fläche ausgebaut haben, nehmen wir einen glatten Quarzblock. Wir gehen jetzt einmal hier zu der Stufe. 1, 2, 3, 4 Block bleiben sichtbar. Ab dem 5. kommt hier einmal der Block hin. Den ziehen wir einmal so durch bis zur Wand. Dann werden wir jetzt einmal diese Reihe nach hinten ziehen. So. Und das wären dann einmal 34 Block. 1, 2, 3. 32, 33, 34. Dann gehen wir einmal hier vorne hin. Da werden wir in der Ecke einmal 1. Beziehungsweise der wird mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann 2 Block. Dann 1, der wird mitgezählt, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wieder 2 und dann ziehen wir diese Linie komplett nach hinten. Dann werden wir die Ecke einmal mit der anderen Seite verbinden. Passt perfekt. Ich habe es einfach nur drauf. Haben wir unseren Swimmingpool jetzt einmal angezeichnet, werden wir als erstes hier die Stufen davor bauen. Das heißt hier die Viererreihe bauen wir jetzt einmal bis zum Ende entlang. Nachdem wir hier den Gehweg entlang gebaut haben, werden wir jetzt hier an der Seite den Gehweg weiterführen. Das heißt hier einmal so entlang. Dann haben wir hier eine Breite von 7. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bauen wir die Fläche einmal aus. Jetzt gehen wir einmal hier zu der Ecke. Da gehen wir einmal hier zu den Winkel. Und dort werden wir abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist die 8. Dann 7 Block nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Block nach links, 2 nach rechts. Dann einmal drehen. Und dann hier vorne 1, 2, 3, 4, 5. Dann werden wir einmal diese Reihe nach hinten ziehen. Dann von der Ecke aus einmal verbinden. Dann einmal die Innenfläche komplett ausbauen. Dann einmal die Fünferreihe von der Ecke aus
nach hinten ziehen, bis zu der Ecke, einmal verbinden und jetzt den Rest einmal wieder ausbauen. Bevor wir jetzt den Swimmingpool ausbauen, will ich euch noch einmal zeigen. Hier an der Seite, seht ihr ja, habe ich eine Treppe gemacht. Wir haben ja vorher einen Block gemacht und dann dürft ihr euch aussuchen, welche Umrandung euch am besten gefällt. Entweder die oder die. Ich habe mich jetzt entschieden für die Umrandung, aber ihr könnt auch die lassen. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, welche Umrandung ihr benutzen werdet. Jetzt bauen wir den Swimmingpool aus, das heißt, wir werden zwei Blöcke in die Tiefe bauen. Eins, zwei. Und das bedeutet, das ist einmal die Wand, das ist der Boden. Somit haben wir eine Höhe von zwei Blöcken. Jetzt werden wir unser Poolhaus um zwei Blöcke erweitern. Das heißt, hier einmal eins, zwei. Dann von der Ecke aus einmal so, einmal hier verbinden, dann schlagen wir hier die rechte Seite weg, dann die linke Seite, dann wird die Mitte einmal komplett rausgebaut. Jetzt werden wir die Erweiterung in die Höhe bauen. Jetzt werden wir die Fenster reinbauen, das heißt, wir werden einmal von der Ecke aus 1, 2, dann schlagen wir 4 Blöcke raus, lassen 2 Blöcke wieder sichtbar. Dann schlagen wir 8 Blöcke raus. Ne, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 Blöcke sichtbar. Dann wieder 4. 1, 2, 3, 4. Und wir haben wieder 2 Blöcke sichtbar. Jetzt bauen wir hier einmal die Fenster rein. Das heißt, wir werden einmal diese Reihe wegbauen. Treppe einmal hier unten reinbasteln. Jetzt schlagen wir diese Blockreihen einmal alle weg. Dann nehmen wir einmal die Treppe und werden jetzt einmal von der Ecke aus die Treppe so entlang bauen. Ihr nehmt das Glas eurer Wahl und baut es einmal hier rein. Jetzt kommen die Restfenster, das heißt jetzt hier einmal diese Reihe weg und diese Reihe. Dann einmal hier die Treppe rein. Dann bauen wir die Treppe da rein. Dann werden wir das Glas wieder reinbasteln. Dann nehmen wir einen Block. Den bauen wir einmal hier in die Mitte rein. Einmal das weg. Das weg. Blockreihe nach oben ziehen. So. Da. Dort. Fertig. Dann werden wir hier an der Seite ein Fenster reinbasteln. Mit dem Maß 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist dann wieder ein Dreier. Dann einmal die Reihe weg, dann einmal diese Reihe weg, Treppe entlang, das einmal rausschlagen, Treppe entlang, Glas rein. Hier habt ihr jetzt ein Musterfenster, was ihr natürlich auf der gegenüberliegenden Seite auch reinbastelt. Jetzt bauen wir einmal den Boden rein, den Boden eurer Wahl. Ich nehme jetzt hellgraue Keramik, aber jeder, wie ich schon sagte, hat einen anderen Geschmack. Dann werden wir jetzt einmal hier den Boden in der Höhe der Fenster reinbasteln. Nachdem wir den Boden reingebastelt haben, gehen wir jetzt einmal hier zum rechten Fensterelement. Da haben wir hier einen Zweier und den äußeren oder den inneren Block werden wir jetzt von hier aus nach hinten ziehen, dann einmal drei Block erweitern. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso, das heißt jetzt hier ist der Zweier und dann hier außen einmal dort entlang 1, 2, 3. Dann verbinden wir einmal diese Punkte, werden einmal auf der rechten Seite Block nach unten ziehen, dann einmal auf der linken Seite nach unten ziehen. Und dann können wir jetzt hier einmal dieses Element komplett ausbauen. Jetzt werden wir einmal diese Wand wegschlagen, das heißt einmal rechts, einmal links. Dann die Mitte einmal wegbauen.
den Keramikfußboden erweitern. Jetzt einmal Fensterelement rechts und Fensterelement links nach vorne bauen. Wir werden jetzt hier vorne die Fenster etwas kleiner machen. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal diese Reihe wegschlagen. So, und machen jetzt hier einen Block davor. Und dann kommt hier erst die Treppe. Das gleiche machen wir hier auf der Seite auch. Glas weg. Treppe weg. Block rein, Treppe rein. Dann gehen wir einmal hier zu den Fenster. Da habe ich es schon vorbereitet. Block und Treppe. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite genauso. Wir nehmen jetzt einen Grasblock. Jetzt werden wir hier einmal dort, wo die Wand anfängt, genau dort machen wir einen Grasblock hin. Bauen die Fläche komplett einmal hier aus. Wir gehen einmal hier zum Vordereingang. Dort zählen wir einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal diese 7er Reihe nach vorne ziehen, Blockreihe da rein basteln, dann von der Seite nach hinten ziehen, dann einmal Grasblock rein und jetzt werden wir einmal dieses graue Feld und dieses graue Feld mit Gras ausbauen. Jetzt nehmen wir den Steinblock. Wir gehen jetzt hier einmal zur Wand. Da zählen wir ab 1, 2, 3. Und ab dem 4. machen wir einen Block dahin. Auf der anderen Seite 1., 2., 3. Und ab dem 4. kommt der Block dorthin. Dann haben wir einmal hier auf der linken Seite 3 Blöcke. Und auf der rechten Seite 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann einmal drehen. Dann diagonal, erste, zweite, der dritte wird so in die Länge gezogen. Dann von der 7er Reihe, ein Block, dritte Block und das wird in die Länge gezogen. Somit haben wir jetzt hier einmal den Gehweg angezeichnet. Wir machen den jetzt als erstes so, dass man den erstmal als Markierung hat. Jetzt nehmen wir einmal wieder den Grasblock. Wir gehen jetzt einmal zu der Markierung, dann Grünfläche 1, 2, 3. Die wird jetzt komplett einmal ausgebaut, das heißt einmal nach hinten gezogen, Grasblock rein, dann einmal von hier aus nach vorne gezogen, Grasblock rein. Nach der Markierung werden wir einmal die restliche graue Fläche mit unserem Grasblock einmal ausbauen. Nachdem wir die Grünfläche ausgebaut haben, können wir jetzt einmal unseren markierten Gehweg in den Boden reinstampfen. Das heißt, hier jetzt einmal die Blockreihe wegbauen. Einmal in den Boden hinein basteln. Jetzt wird der Gehweg weitergebaut. Das heißt, einmal diese Seite nach vorne gezogen, dann die andere Seite. Blöcke rein. Jetzt die Mitte des Gehwegs einmal mit dem Block ausbauen. Jetzt nehmen wir einen Schleimziegel. Wir gehen jetzt hier einmal hier in die Ecke. Hier haben wir ja das Fenster einmal in der Vertiefung. Dann gehen wir hier einmal, dort ist das Dreierfenster. Und genau da in der Ecke, oder beziehungsweise da, wo das Dreierfenster anfängt, da machen wir jetzt einmal einen Schleimziegel hin. Dann noch einen. Dann machen wir den wieder weg. Wir ziehen den Schleimziegel bis hinten hin zur Grünfläche. Dann von der Ecke aus ziehen wir den einmal so entlang. Dann auch hier wieder zum Fenster, genau dort. So entlang. Dann verbinden wir das einmal. Jetzt haben wir ein Quadrat. Wir nehmen einen Quarzblock. Wir gehen jetzt zum Dreierfenster. Dann werden wir das Fenster einmal hier wegschlagen, dort wegschlagen, Blockreihe dahin, noch eine Blockreihe, Quarztreppe und die bauen wir dann einmal genau dorthin. So, dann ändern wir die anderen Fenster genauso. Weg, 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 Block, Block, Treppe.
Jetzt werden wir unser Quadrat noch um einen Block erweitern. Jetzt nehmen wir Tropenbaumblätter. Die werden wir jetzt einmal hier hinterbauen. Erste Reihe, zweite Reihe und die dritte Reihe. Wir nehmen einen Grasblock, den bauen wir jetzt einmal 1, 2, 3. Einmal komplett durch bis zur Wand. Wir gehen jetzt einmal zu der Wand, dann Grasblock 1, 2, 3, dann einmal so entlang, dann von der Seite aus, dann das Graue einmal ausbauen mit Grasblock. Jetzt werden wir einmal hier in der Ecke, die Blockreihe wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir werden jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 entlang bauen, so entlang ziehen, Grasblock rein und einmal hier wieder die graue Fläche ausbauen. Jetzt bauen wir einmal die Tropenblätter von der Ecke aus einmal hier so entlang. Dann einmal von hier aus entlang, dann bauen wir noch zwei Reihen oben drauf. Dann werden wir die Innenfläche komplett einmal mit unseren polierten Dorit ausbauen. Jetzt bauen wir auf unserem Poolhaus das Dach. Wir nehmen eine polierte Andesitstufe. Als erstes bauen wir die komplett oben drauf, einmal komplett, wie der Grundriss ist. Jetzt werden wir versetzt immer wieder eine Reihe da drauf bauen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Block hin, den da oben drauf und dann von hier aus geht das komplett einmal um das Gebäude einmal wieder herum. Nun haben wir die zweite Reihe oben drauf gebastelt und dann geht das immer so weiter, bis es nicht mehr geht. Das heißt, jetzt hier auch wieder einen davor, einen da oben drauf, dann wieder komplett um das Gebäude herum und wir haben die dritte Reihe. Nach der vierten kommt jetzt die fünfte Blockreihe und jetzt kommt die letzte Reihe oben drauf. Nachdem wir das Dach drauf gebaut haben, nehmen wir die polierte Andesitstufe und werden die jetzt noch einmal unter der Stufe bauen. Das heißt, jetzt genau so kommen wir dann einmal über das Fenster und das bauen wir jetzt komplett auch wieder um das Gebäude herum. Wir gehen zum Quadrat, wir nehmen eine Doritmauer, dann einmal diagonal, 1, 2, 3, einen Block dorthin, dann zählen wir ab von dort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ab den 8. machen wir jetzt hier wieder einen Block hin. Dann haben wir eine Breite von 3, 1, 2, 3, dann den Block. So, Gesamtlänge werden 5. Das gleiche machen wir hier auch. 1, 2, 3, Block. Dann bauen wir die Blöcke in die Höhe. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. In der Höhe bauen wir die anderen Pfeiler. Jetzt nehmen wir eine Quadstufe, einmal hier oben drauf. Wir ziehen die jetzt einmal so entlang, dann einmal so komplett von Pfeiler zu Pfeiler. Dann teilen wir das auf, das heißt hier sichtbar, Block, sichtbar, Block, sichtbar, Block. Ziehen die Blöcke einmal nach hinten und dann machen wir hier in der Mitte noch einmal einen Block hin, jeweils. Wir nehmen einen weißen Block, den machen wir einmal hier drunter jeweils. Wir nehmen einen Kompostierer, den bauen wir jetzt einmal zwischen den Säulen, so und einmal so. Wir nehmen einmal Tropenblätter, die bauen wir jetzt einmal von hier aus oben drüber und einmal hier. Wir nehmen Andesittreppe, dann bauen wir hier einmal eine Bank dorthin. Wir nehmen einmal ein Schild, dann einmal hier. Und einmal dort. Dann haben wir hier so eine Sitzecke.
Jetzt werden wir hier einen Weg entlang bauen, das heißt von der Ecke aus die Reihe 2, 3, 4. Oder wir können auch 5 machen, dann passt das optimal. Jetzt werden wir hier einmal eine Kette nehmen. Die machen wir noch einmal dorthin und einmal hierhin. Dann eine Laterne und einmal hier. Und dann haben wir hier ein bisschen Lounge-Style-mäßig for the President for the United States. Wir gehen jetzt wieder zum Poolhaus. Da werden wir jetzt einmal hier den Block sichtbar lassen. Dann einmal hier reinschlagen, sichtbar lassen, dort reinschlagen. Das gleiche hier auch. Sichtbar, schlagen, sichtbar, schlagen. Dann hier die Mitte einmal die Tür rein. Dann schlagen wir hier die Steine weiter nach oben weg. So. Dort. Und hier. Dann machen wir einmal Treppen rein, jeweils unten. Und einmal oben. Dann Glas rein. Jetzt nehmen wir eine glatte Quarztreppe. Wir gehen jetzt hier einmal zum Swimmingpool. Genau hier in der Ecke machen wir jetzt hier eine Reihe hin und noch eine Reihe hin. So, dann haben wir hier einmal einen Einstieg. Dann werden wir hier auch komplett alles einmal mit Wasser ausbauen. Das heißt hier einmal Wassereimer. Das bauen wir jetzt komplett einmal so durch. So, wir sind jetzt hier dabei, gerade Wasser reinzubasteln. Wenn ihr schon bemerkt habt, können wir nicht da, wo die Treppe ist, genau hier, bekommen wir keinen Wasserstand hin. So, geht nicht. Das heißt, wir bauen das erst so aus, dass eine Reihe zu ist. So, dann von selber und flutsch, fertig. So, wir können es auch so lassen. Das muss ja nicht jetzt bis oben hin vollgenudelt sein. Was ist das denn jetzt hier? Ah, da ist irgendwie Wasser dahinter gekommen. Ah, das ist, weil ich gerade davor genudelt habe, ne? So, wir machen das eben hier, verbessern das wieder. Wir haben jetzt Wasser in unserem Pool. So sieht's aus. Jetzt in der nächsten Folge werden wir jetzt noch eine Menge Bäume noch hier reinbasteln und hier in der Ecke noch den Rest vom Garten. Jetzt habt ihr erstmal wieder was zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.